Dakshinapada Dhirasana ist die Stellung der Festigkeit auf dem rechten Fuß oder auch die Stellung, wo du fester auf dem rechten Fuß sitzt. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz oder auch der Fersensitz. Komme also vom Langsitz zum Fersensitz, das heißt, du sitzt auf deinen Fersen und sitzt dich dabei auf die rechte Ferse und du hast den linken Fuß neben dem linken Gesäß. Du bist also praktisch im Fersensitz, nur dass du nicht auf beiden Füßen gleichmäßig sitzt, sondern du hast die rechte Ferse unter dem Kandapunkt, unter dem Perineum bzw. dem Anus oder dem hinteren Teil der Scheide. Und diese Ferse aktiviert dann das Prana ins Muladhara Chakra und öffnet die Sushumna. Du kannst die Hände dabei entweder bequem auf die Knie legen, vielleicht auch mit Chin Mudra, oder du kannst die Handflächen vor dem Brustkorb zusammengeben in Namaste Mudra.